Herzlich willkommen zum Goodie-Teil des aktuellen Voloholika Mystery Call, der Verlängerung für dein Schaltuch. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Video aufnehmen, aber nein, anders. Samstag hatte ich ja das Shop-Update-Video aufgenommen und das Sonntagsvideo, weil ich ja vom Schminken kam, von meinem Kollegen und meiner Kollegin, von der Aktion Viel Bremerhaven. Dann ist passiert, was immer passiert, wenn du gar keine Zeit hast. Das Sonntagsvideo, das ich dann endlich kurz nach Mitternacht bei YouTube online hatte, hat mich ganz viel Zeit gekostet. Ich hink ja selber mit dem, meine beiden Teststricker sind ja fertig, aber ich hink hinterher. Und ich glaube, ich war da irgendwo. Und ich wollte stricken, stricken, stricken und dachte mir, na gut, wenn ich die Nacht vom Samstag auf Sonntag und Sonntag und Montag habe, dann schaffe ich das und ich bekomme die Verlängerung gestrickt. Aber nein, Sonntagsvideo wollte nicht hoch. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Da kannst du nicht irgendwie was machen, sondern man muss dann dabei bleiben und irgendwie weiter klickern. Und dann klappt das nicht. Dann fängst du wieder von vorne an und all so ein Schieschandudel. Also hatte ich nur Montagnacht und die Nacht von Sonntag auf Montag und Montag auf Dienstag. Und heute war ich ja wieder färben, also habe ich es nicht geschafft. So, ich bin sage und schreibe soweit. Meine ersten Wickelmaschen kämen jetzt an dieser unteren Kante. Also kann ich es dir nur im Konstrukt zeigen. Und das mache ich dann jetzt. Vielleicht ist das auch ganz interessant für dich, dass du mal siehst, wie ich sowas vorbereite. Ich habe dann die Mustersätze, die habe ich jetzt nicht mehr parat, aber die habe ich dann immer einzeln gestrickt und kleine Mustersätze vorbereitet, aneinander gestrickt, damit ich sehen kann, wie es denn tatsächlich aussieht und wirkt. Aber ich habe jetzt abgestimmt auf dieses Maim-Schaltuch. Das Goodie quasi vorbereitet. Und das zeige ich dir jetzt. Ich unterbreche das Video, zeige dir das in einer kompletten anderen Perspektive, damit du ganz konkret sehen kannst, was du stricken könntest. Ich erzähle dir auch zwei Varianten. Bis gleich. So, jetzt muss ich tatsächlich mal stoppen. Jetzt geht's weiter. Die Perspektive ließ sich nicht umschalten. Also, dass ich nicht mich selber filme, sondern tatsächlich das, was auf dem Tisch liegt. Soweit bin ich gekommen. Das hatte ich dir schon gezeigt in einer anderen Perspektive. Ich hink noch ein bisschen hinterher und jetzt zeige ich dir, was ich mir so gedacht habe. Also, das ist das Schaltuch, das ich quasi in diesen Farben gestrickt habe. Na, das da entspricht dem da mit den kleinen integrierten. Sternen. Dann kam große dunkle Linie hier. Das ist der I-Cord, das ist der zweite Part.
Die Biese, das sind die kleinen Graus-Rechtsreihen und wieder die Biese, die Sternschnuppen und die Biese. Und hier das Smoke-Muster. So, jetzt wollen wir das verlängern. Ich möchte meins auch verlängern. Wenn du nicht verlängern möchtest, kannst du hier rechts und links ein Eikord dran stricken oder was auch immer oder so lassen. Das bleibt dir selber überlassen. Und die Verlängerung, wenn wir jetzt schlau gewesen wären, dann hätten wir erst die Verlängerung gestrickt, quasi über dieses Element und die komplette Biese unten dran. Das geht ja jetzt nun nicht. Du kannst aber, wenn du magst, das ist die erste Variante, hier deine Verlängerung stricken in Reihen hin und her über diese Breite und dann hier nochmal das Mogenmuster dran stricken und hier hinten vernähen. Dann hast du quasi hier eine komplette Kante und einfach eine Strickrichtung in diese Richtung. Wenn du das nicht möchtest, ich werde das so auch nicht machen, ich stricke einfach hier an ein Ende was dran, dann strickst du über die ganze Breite, so habe ich mir das überlegt, ein Design-Element in dem Smoke-Muster mit den Farben, die du einfach übrig hast. Du musst hier keine Biese dazwischen stricken. Das reichen ja auch 1 bis 3 Reihen. Be Besten ist eine ungerade Zahl, 1 bis 3 Reihen Kraus-Rechtsrippen. Dann brauchst du einfach dein übrig gebliebenes Garn auf und strickst so lange, wie du magst. Darum habe ich diese Pfeile hier eingezeichnet. Ich werde auch noch so eine kleine Deko-Kante stricken, auch mit dem Smoke-Muster, weil ich das ganz apart finde. Achte darauf, dass ich noch so einen kleinen Rest habe für einen Eikord da unten und da oben und ganz zum Schluss. Das war eigentlich mein Goodie, das ich genauso umsetzen werde an meinem Tuch. Und ich bin gespannt, wie du dein Goodie umsetzt, wenn du das umsetzt. So. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht so viele Schwierigkeiten habe, dieses Video hochzubekommen, wie am Samstag. Dass es deutlich vor Mitternacht online ist, weil ich morgen großen Termin habe in der Färbeküche. Ich habe ganz viel Wolle vorbereitet zum Färben, alles eingeweicht liegt, damit ich richtig viel gefärbt bekomme zum nächsten Shop-Update übernächsten Samstag. Bedanke ich mich bei dir für dein Vertrauen, wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Stricken. Deine Gabriele.